So Leute, Freitag der 9. Habe ich schon gesagt, dass in 10 Tagen schon die Grillquota kommt? Krasse Sache, Geilomat. Gut, was werde ich heute machen? Ich werde heute fertig die Wand abkloppen, dass der Dreck unten ist. Ja, und viel mehr werde ich heute wahrscheinlich gar nicht fertig bringen. Leute, ich sag's euch, ich bin so mauskaputt. Ich habe auch ehrlich gesagt heute gar nicht so richtig Lust, irgendwas zu machen. Ich habe mich jetzt wirklich aufrappeln müssen, dass ich die Kämme in die Hand genommen habe. Aber ich habe gesagt, wenn ich was mache, filme ich dazu. Und tja, hilft ja nichts. Wenn ich gesagt habe, mache ich das auch. Ja, bloß ob ich das jetzt filme, wie ich den Rest dann noch abkloppe, ich glaube nicht. Das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Aber das Ergebnis werde ich euch nachher zeigen. Aber vorher warte ich noch, bis der Schatten komplett bis zur Wand gewandert ist. Weil vorher habe ich keine Lust. Also in die Sonne stelle ich mich heute nicht mehr. So, noch Neuigkeiten. GMF 1.5. Ja, die Essensplanung steht. Habe ich gerade vernommen. Und wir haben auch schon ein paar Anmeldungen. Leute, wer sich noch dazu anmelden will, Facebook, Grillen mit Freunden, einfach der Gruppe beitreten, sich mit dem Professor in Verbindung setzen und dann klappt das schon. Ich würde mich freuen, wenn es noch ein paar mehr werden. Tja Freunde, 1,5 Stunden später, ich habe immer noch nichts gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich ein Nickerchen auf der Couch gemacht und es hat wirklich gut getan. Ja. Ich habe nochmal ein kleines Päckchen bekommen. Habe ich schon reingelinst. Von der Doris und vom Manfred. Und siehe da, ich habe nochmal 2 so Fleischernadeln bekommen. Ist sehr geil. Vielen Dank. Ihr bekommt auch noch eine Tasse. Aber Leute, jetzt reicht's. Ich habe jetzt genügend Nadeln. Da können wir im Duett oder zu dritt sogar nähen. Können wir stricken? Jo. Nähen können wir ja. Also richtig geil. Freut mich. Ja. Und ich trinke jetzt noch gemütlich mein Käffchen aus. Und dann werde ich definitiv noch die Wand abkloppen. Mit dem Presslufthammer-Dings da. Ihr wisst ja, was ich meine. Tada! So, die Wand wäre jetzt auch soweit abgeklöppelt. Das war wirklich der heftigste Bereich von allen. Ja. Und ich glaube, da kann der liebe Philipp schön ordentlich weitermachen. Halt, verdammt. Ich wollte ja die Ecke auch noch abklopfen. Ah ja, das machen wir dann schnell mit dem Hammer. Das Zeug fällt ja eh schon fast von selber runter. Das ist das allergeringste Problem. So, nochmal danke an das Angebot von dem anderen Kollegen, dass der verputzen kommen möchte, würde. Aber wie ich es schon geschrieben habe, ich möchte Philipp den Spaß nicht nehmen. Ja, okay. Puh. Jetzt muss ich gucken, was ich heute noch mache. Ich habe ehrlich gesagt zum ersten noch keinen Plan, was ich heute noch mache. Und zum anderen eigentlich auch gar keine Lust. Ja, heute eigentlich wirklich relativ ganz, ganz wenig Lust. Tja, der Nachbar sollte noch einen Hänger rüberbringen, dass wir morgen das Zeug wegfahren können. Ja, und dann muss ich noch wissen, wohin das kommt. Weil wegfahren tun wir selber, der ist morgen auf einer Hochzeit. Ja, und der andere ist eben da zum Baggern. Oh, mein Schnaufisch im Einsatz. Doch, der erste Schritt für morgen wäre gemacht. Einen Hänger geholt. Ja,
Blöde ist, wir haben keine Hydraulik am Bulldog. Das heißt, wir müssen den auch wieder von Hand abladen. Verdammt nochmal. Aber ich glaube, das schaffen wir morgen auch noch. Ja, Schatzi hat gegrillt. Ich musste eben wegwechseln, Bulldog. Und was hat sie Feines gemacht? Gucken wir mal. Leckere Bauchscheiben mit Zucchini. Schatz, das sieht mal richtig lecker aus. Ja, jetzt wird es Zeit, dass du kommst, weil die sind schon seit einer halben Stunde fertig. Und sollte ich irgendwie komisch aussehen, liegt es daran, dass man hier eine Wespe in die Lippe gestochen hat vorher. Aua. Tja, Freunde, ihr habt es ja vorher gesehen. Der Hänger steht da. Na, kann man sehen? Jawohl. Und morgen eben den Hof mit dem Bagger abgraben. Wie gesagt, wenn das klappt, dass der kommt. Ich hoffe mal ganz gewaltig. Und dann müssen wir den Hänger von Hand abladen. Und wieder her aufladen, hinaus abladen. Und ich kriege noch Hilfe morgen. Ob derjenige ins Video reinkommt, weiß ich noch nicht. Er hat auf alle Fälle schon auf WhatsApp gejammert. Ich soll ihm Bescheid sagen, dass er dann aus dem Bild springen kann. Aber ich glaube, das vergesse ich, da Bescheid zu sagen dann. Okay, das war's aber jetzt endgültig. Leute, ja, gerade gut gegessen. Wir sehen uns dann morgen. Tschaikowski.